sofort raus ist. Das war gute Arbeit. So muss es laufen, wenn unterwegs. Zweifle einfach, dass... Hey, ich hab was über jemanden gehört, das dich interessieren könnte. Das bezweifle ich. Ja, klar. Halt dich fest, denn das wird dich nämlich echt umhauen. Sentinel Dax ist in Wirklichkeit eine Prinzessin. Das weiß jeder im Fort. Echt? Ja, das ist allgemein bekannt. Oh, aber es ist trotzdem ziemlich interessant, oder? Vielleicht, wenn man es nicht zum 50. Mal hört. Okay, schon verstanden. Du kommst doch trotzdem weiter zu mir, wenn du Insider-Informationen brauchst, oder? Habe ich noch nie getan. Also zwischen uns ändert sich nichts? Nein. Puh, ein Glück. Wollen wir vielleicht zusammen ein Happen essen gehen? Nein. Schon verstanden. Ich verspreche dir, dass ich dir das nächste Mal ein besserer Freund sein werde und immer bleiben werde. Hey, du solltest hier einkaufen. Hat Läuferrouten für Talons Crew bereitgestellt. Wo hat sie die denn her? Ich hielt es für besser, nicht zu fragen. Glaubwürdiges Abstreiten. Ganz genau. Ich habe eine gute Stelle für einen Hinterhalt markiert. Dem Läufer. Wo ist Dax? Ich verbinde sie. Dax, bist du in Position? Ja, was das angeht. Echt jetzt? Ich habe Patrouillendienst aufgebrummt bekommen. Ich bin kein Freelancer. Ich kann dem Kommandanten nicht einfach sagen, er soll sich verziehen. Okay. Die Star sind uns zuvor gekommen. Talon ist ein gefragter Kerl. Thank you.
sehe ihn nicht. Das sind alles kleine Fische. Das ist alles meine Schuld. Wie meinst du das? Nichts. Sieh dir den Läufer. Vielleicht findest du noch einen Hinweis. Was ist das denn? Sieht nach einem Haufen willkürlicher Striche aus. Die sind nicht willkürlich. Das ist eine Karte. Was? Wie? Meine Patrouille ist in der Nähe. Ich erkläre es persönlich. Persönlich? Echt? Bring es mir einfach. Für mich immer noch nach Gekritzel aus. Weil du nur das halbe Bild siehst. Du brauchst einen Schlüssel, eine Überlagerung, um den Rest zu sehen. Woher weißt du das? Hat mir meine Tante beigebracht. Ist ein alter Kartografenkniff, um Orte zu verstecken. Dann ist es vermutlich Terlens Hauptlager. Das Tagebuch muss dort sein. Wie kommen wir an die Überlagerung? Unsere beste Chance ist wohl ein weiterer Läufer. Wie viele Läufer hat der Typ? Faye, überprüf die Routen. Ist einer in der Nähe? Ja, da ist einer. Ich schicke ihn. Titan hat sich um den schweren Teil gekümmert. Jetzt musst du nur noch einen Weg hineinfinden, ohne dass das Ding dich umbringt. Das ist immer das Problem. Thank you.
Batterie ist ersetzt. Funktioniert immer noch nicht. Die Energiezufuhr muss komplett zurückgesetzt werden. Der Titan hat sie übel zugerichtet. Findet man ein Korn. Hey, ich kann euch hören. Markiere Talons Basis. Alles klar. Schon unterwegs. Mal sehen, wer zuerst da ist. Was ist mit deiner Patrouille? Na, die kommen ohne mich klar. Ein schlechter Gewinner. Das hätte ich ja nie gedacht. Wo ist Terne? Der Feigling hat sich drin verbarrikadiert. Wir müssen die Verteidigung des Lagers ausschalten, um ihn zu erreichen. Konzentriere dich auf die Geschütze. Aber Talons Befehl lautet, ich darf es euch nicht geben. Hat Talon dir erlaubt, es zu verbrennen? Nein. Vielleicht. Halt die Klappe! Okay. Warum will Talon das Tagebuch überhaupt? Weil es eine Schatzkarte ist. Die verschwundenen Leute hatten Wertgegenstände bei sich. Und wenn ich sie finde, bin ich reich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Dex. Hättest du mir nichts gestohlen, Talon? Ich bin ebenso. Das war doch von vornherein klar. Was soll das heißen? Hast du ihn etwa angeheuert? Ist ja nicht so, als hätte ich seine ganze Akte hier. Außerdem, Talon war früher mal Sentinel. Und das ist aus ihm geworden. Du stirbst zuerst. Talon! Das Buch! Wirf's her! Nein! Vorsicht!
Lebst du noch? Ja, ist das deine Hand? Nein, meine. Nimm sie weg. Sofort. Okay. Wo ist Talon hin? Kommandant, wie haben Sie uns gefunden? Ich bin dem Rauch nach. An den Überresten Ihres Javelins vorbei. Ich kann das erklären. Nein, Sie sind erledigt. In Fort Tarsis wartet jemand, der Sie nach Hause bringt. Kommandant, warten Sie. Dieses Tagebuch gehörte meiner Tante. Es kann das Rätsel um die Smaragdschlucht lösen. Hey, geben Sie das her. Seien Sie froh, dass Sie noch einen Javelin haben, Freelancer. Zumindest hat Talon das Tagebuch nicht. Er braucht es nicht mehr. Er wollte nur nicht, dass ihr es bekommt. Er hat so viel Vorsprung. Gebt einfach auf. Aufgeben? Ist nicht mein Ding. Gut. Dax! Wir kriegen das schon raus. Wir reden dann im Vor. Dax wurde in ihr Apartment gebracht. Soll ich sie durchstellen? Nur zu, Faye. Freelancer, ich habe einen Fluchtplan. Aber wir brauchen immer noch das Tagebuch meiner Tante. Dax, du musst echt mal das Flüstern üben. Was? Ich bin wie ein Kaninchen in der Nacht. Aha. Hat wohl das Tagebuch noch? Soweit ich weiß schon. Ich wollte es zurückholen. Aber er sagt, man kann mir dieses Buch voller Unsinn nicht anvertrauen. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Ein Versuch ist es wert. Auf dem Markt hat eine neue Bäckerei eröffnet. Was hab ich den Duft von frischem Brot vermisst? Wissen Sie, Sie haben mich überrascht. Wie das? Ich habe Ihre Kampffähigkeiten nie in Frage gestellt. Aber Ihre Entschlossenheit und Ihre mentale Zähigkeit haben meine Erwartungen übertroffen. Danke, Tessin. Wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Meine Augen. Was? Nein. Machen Sie sich nicht lächerlich. Ich versuche Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Tut mir leid. Ich dachte, wir wären dabei, eine Verbindung aufzubauen. Ich bewundere Ihre Loyalität. Sie haben zu Ihren Freunden gehalten und sind vor Tarsis treu geblieben. So ein Freelancer bin ich nun mal. Das stimmt. Wussten Sie, dass für Corvus, außer Einfallsreichtum, Mut und Intelligenz, Loyalität das Wichtigste ist? Für mich auch. Vielleicht haben wir mehr gemeinsam, als Sie denken. Wollen Sie damit sagen, ich würde eine gute Spionin abgeben? Agentin? Richtig, Agentin. Nein, für Corvus zu arbeiten ist ein Geschenk. Wir sind die Augen und Ohren von Bastion. Es gibt auch Risiken. Allein zu sterben. Von der eigenen Regierung im Stich gelassen zu werden. Und manchmal als Verräter beschimpft zu werden. Wenn Sie das so sagen, hört sich das wirklich nach Spaß an. Spotten Sie nur. Ein Freelancer-Leben kann auch erbarmungslos sein. Ich schätze, wir haben beide lausige Jobs, hm? Ja, aber man kann davon leben. Haben Sie gerade einen Witz gemacht? Nein, ich arbeite für Corvus. Wir machen keine Witze. Dachte ich mir. Ich melde mich. Ich bin sicher, dass Sie das tun werden. Kommandant? Nein. Nein? Nein. Ich übergebe das Tagebuch von Cardea Dell nicht Ihrer Obhut. Ich wusste gar nicht, dass das Buch verhaftet wurde. Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Puh, schwer zu sagen. Sie sind nicht leicht zu durchschauen. Aber Sie haben mein Mitgefühl, Kommandant. Mit Dex zu arbeiten, sie ist schon anstrengend. Sie ist ein impulsiver Adrenalin-Junkie ohne Ausbildung und wird sich noch umbringen. Und mir wird man die Schuld daran geben. Nicht mehr. Wenn sie nach Hause gerufen wurde, ist Dex nicht mehr ihr Problem. Das stimmt wohl. Es kann also nichts passieren, wenn Sie mir das Tagebuch geben. Sie sind abgesichert. Unterschätzen Sie niemals Adaxia Dells Talent, Ärger zu bereiten. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen.
Dann sind sie mutiger, als sie aussehen. Freelancer. Faye? Dex? Ich hab das Tagebuch. Perfektes Timing. Ich habe gerade meinem nicht ganz so goldenen Käfig lebwohl gesagt. Treffen wir uns in der Bar. Hier ist es, das berühmte Tagebuch. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Vor ihrem Verschwinden war meine Tante dabei, die Standorte von instabilen Gestalterrelikten rund um Fort Tarsis zu kartografieren. Es sieht aus, als hätten sie einen Kreis gebildet. Ratet mal, was im Mittelpunkt liegt. Das Herz des Zorns. Jep. Als das Herz des Zorns erschienen ist, hat es eine Kettenreaktion ausgelöst. Relikte nah und fern haben angefangen, verrückt zu spielen. Und verrückt heißt hier, Leute lösen sich plötzlich in Luft auf. Das war die Theorie. Tante Cardea ist verschwunden, bevor sie das belegen konnte. Seinen Notizen nach war Talon offenbar ihrer Meinung. Seine Notizen? Er hat mein Familienerbstück vollgekritzelt? Konzentrier dich, Dax. Was schreibt Talon? Er glaubt, durch die Aktivierung bestimmter Relikte kann er an den Ort gelangen, an den die Karawanen verschwunden sind. Aber anstatt ihre Überreste nach Hause zu holen, will er ihre Sachen stehlen. Freelancer, meine Tante, alle, die verschwunden sind, sie haben etwas Besseres verdient. Es wird knifflig, die Relikte zu aktivieren. Und ich sollte darauf hinweisen, dass das alles nur eine Theorie ist. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir haben schon oft mit Gestalterzeug rumgespielt. Und leben noch. Ja, mein Javelin ist ziemlich ramponiert, aber er fliegt noch. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann treffen wir uns außerhalb der Mauer. Bereit, Dex? Soll das ein Witz sein? Ich hab das Fort schon verlassen. Ihr nehmt jeder ein anderes Relikt. Wenn Talon recht hat, müsst ihr sie in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Hoffentlich ist er klüger, als er aussieht. Ich hätte das schon im Vorfragen sollen. Aber wenn Gestalter-Relikte Leute verschwinden lassen, was schützt uns davor, genauso zu enden? Nichts. Aber Tante Caldea meint, dass die Vorfälle in kurzer Folge passieren. Das letzte verzeichnete Verschwinden ist einen Monat her, also sollten wir sicher sein. Die Betonung liegt auf sollten. Gefunden. Es ist größer als erwartet. Ja. Meins sieht aus wie ein riesiges Ventil? Faye, was jetzt? Einen Moment. Ich empfange instabile Energiewerte von unten. Für Dex ebenso. Ich glaube, du musst es eindämmen, um das Ventil zu aktivieren. Okay, wie mache ich das? Alter, Ausschau nach einem kleineren Relikt. Es müsste... Ist es dieses Leuchtball-Dings hier? Ach, ja, Dex. Sieht explosionsmäßig aus. Um genau zu sein, ist es bereits explodiert. Wir müssen die Fragmente finden. Wird erledigt.
Fragmentteile zusammen. Sieh nur, ein putziges, kleineres Leuchtballdings. Bring das Echo nach oben, um das Ventil zu aktivieren. Freelancer zuerst. Dax, nur danach. Flieg nicht in die Luft. Jetzt, Dax! Wow! Okay, wir sind immer noch da. Glaube ich. Ich sehe noch keine große Veränderung. Aber Talon hat noch zwei Relikte markiert. Also los! Das zweite Ventil ist in der Nähe. Ich spüre eine ähnlich instabile Energie an der Basis der Struktur. Muss noch ein Relikt sein. Dex, du weißt noch, was zu tun ist? Die funkelnden Dinge einsammeln und dann an Leuchtballdings zusammensetzen. So ähnlich. Du aktivierst das Relikt, danach folgt Dax. Du bist dran, Dax. Puh, immer noch keine Explosion. Nein. Aber irgendwas habt ihr definitiv ausgelöst. Etwas Gutes? Kann ich noch nicht sagen. Eine gewaltige Energiequelle ist erschienen, als Dax ihr Relikt aktiviert hatte. Dann gehen wir dahin. Wir treffen uns dort, Dax. Roger, ich bin nicht wohl, du musst nicht. Vergiss es. Sonst muss ich dich rächen.
Beschreibe die untere Ebene. Das Zeug spielt deinem Javelin übel mit. Sprengsätze vorbereitet sind. Lass die Gesetzlosen nicht dazwischen funken. Ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen, als er... Ihr wisst schon. Wie hat er uns überhaupt überholt? Er hat gewartet, bis wir die Ventile aktiviert haben und ist dann reingerutscht. Gerissener Bastard. Keine Komplimente für diesen... Einen Moment! Bin in ein Wyvern-Nest gestolpert! Bin gleich da! Oh, typisch Dex. Ja? Quelle noch verfolgen kann. Und das waren wir? Mit der Explosion? Du warst das. Ich bin unschuldig. Ausnahmsweise. Ich sehe keine Energiequelle, Faye. Die Explosion könnte einen betriebssicheren Modus aktiviert haben. Also ist die Energiequelle... was? Weggesperrt? Davon gehe ich aus. Sieh dich nach etwas um, das sie entsperren könnte. Wir haben etwas gefunden, das nach einem Kontrollgerät aussieht, aber es reagiert nicht. Es ist mit diesen Scheiben verbunden. Vielleicht brauchen wir eine Art Schlüssel? Ich sehe mich mal um.
Fluggesellschaft. Der ganze Ort ist instabil. Rechne mit allem. Solange du nicht am Aufkratzen bist. Ich versuche mich zu konzentrieren. Entschuldigung, dummer Wyvern. Halt still, damit ich dich abschießen kann. Ha! Hab ihn! Freelancer! Ich hab ihn! Herzlichen Glückwunsch. Lebensform. Ist es Talon? Was? Nein, Dex. Er ist tot. Faye meinte, rechne mit allem. Nicht mit Absurdem. Analysiere den Raum. Außer diesen Scheiben ist
ist nichts mit dem Gerät, was wir gefunden haben, verbunden. Geräusch wie vorhin, als wir die Ventile aktiviert haben. Das ist doch gut, oder? Möglicherweise. Die Werte haben sich stabilisiert. Überprüfe das Kontrollgerät. Sollten wir nicht auf Decks warten? Mach ruhig. Dummer Wyvern-Atem hat mein Javelin zum Überhitzen gebracht. Ich bin fast da. Alles oder nichts. Ich hab dich. Wir brauchen einen Evakuierungsläufer. Ich freue mich schon auf das Gesicht des Kommandanten.